mit der Türkei. In Frankfurt wurden die Partien heute ausgelost. Ausgerechnet Ferrari-Pilot Michael Schumacher loste Italien als letztes und stärkstes Team in der Europagruppe 5. Mit Moldawien, Weißrussland, Norwegen, Slowenien und Schottland. Eine ganz harte Qualifikationsnuss. Wir sind froh, dass wir eine Sechsergruppe erreicht haben. Italien ist der Topfavorit, aber ansonsten haben wir gute Chancen als bester Zweiter oder auch die Playoffs zu erreichen. Der weltbeste Schiedsrichter Pierluigi Collina, Glücksfee Nummer 2 für die Europagruppe, hatte mit dem Los Dänemark zu Kasachstan, Albanien, Georgien, der Ukraine und Griechenland das richtige Händchen. Schumi zog noch die Türkei dazu, die wohl interessanteste und vielleicht auch problematischste Gruppe der Qualifikation. Man muss ja das nehmen, was kommt. Man kann zufrieden sein. Wir haben Dänemark in die Türkei, ja, die Griechen gegen die Türken, das ist immer ein besonderes Spiel. Sind gute Mannschaften dabei, allerdings ist nicht England, Frankreich oder Deutschland dabei oder Italien. Also es ist sicher nicht einfach, aber es ist auch machbar. Richtig entspannt konnte Rudi Völler die Auslosung verfolgen. Als Teamchef des Gastgeberlandes braucht er nicht durch die Qualifikationstortur, anders als Brasilien. Der amtierende Weltmeister muss, und das ist ein Novum, sich erst noch in der Südamerika-Gruppe durchboxen. Und die hat schon 4 Spieltage hinter sich. Brasilien ist momentan Tabellendritter. Ich denke, Brasilien als amtierender Weltmeister müsste genauso wie Deutschland als Gastgeber automatisch für 2006 qualifiziert sein. Aber wir werden es auch so schaffen. Hoffentlich, die WM hierzulande braucht den Rekordweltmeister. Mobiltelefone zu bedienen, das fällt nicht nur älteren Menschen schwer. Auch Jüngere kriegen Probleme, wenn sie zum Beispiel die Gerätemarke wechseln und auf Anhieb die Logik eines neuen Menüs durchschauen sollen. Wer aber nie mit Computern gearbeitet hat und die Bedienung über ein Menü sowieso irgendwie fremdartig findet, hat richtig Stress. Und das trifft dann wieder eher ältere Handynutzer. Für sie gibt es Schulungen, damit die Weihnachts-SMS von den Enkelkindern auch wirklich ankommt und Oma vielleicht sogar zurückschreiben kann. Stellen Sie sich vor, es ist Weihnachten und keiner ruft an. Jetzt in der Adventszeit bis zum neuen Jahr wird am häufigsten telefoniert. Darum ist wohl auch das Mobiltelefon eines der Lieblingsgeschenke der Deutschen. Doch mit dem Schenken fangen für die meisten Benutzer auch die Sorgen an. Telefonieren ja, aber wie? Deshalb wollen Senioren und andere, die immer erreichbar sein wollen, das Einmaleins der SMS-Welt lernen. Für so manchen Zeitgenossen ist allein schon die Bedienungsanleitung ein Albtraum. Sie müssen lernen, die Angst vom Handy zu verlieren. Also das ist der Großteil. Die Leute kommen her und sagen, ja und da, jetzt drücke ich da und jetzt ist es kaputt und so weiter. Man kann das Handy nicht kaputt machen. Sie können es 1000 Mal wieder ausschalten, wieder anschalten. Sie können höchstens eine SMS löschen oder Telefonbucheinträge, aber kaputt machen können Sie es in der Hinsicht nicht. Und wenn nicht, gibt es Neues. Um mit einem multifunktionalen Handy klarzukommen, wird fürs Erste ein älteres Modell empfohlen, sozusagen als psychologischer Trick. Da hatten wir mal einen Herrn und der hat gesagt, das piept immer so komisch, das Ding, und wenn ich hingehe, ist keiner dran. Der hat immer gemeint, das ist das Telefon, was klingelt, gell? Und dann haben wir ihm da seit, wann war das, im April, glaube ich, bis letzten August die SMS raus, die er gekriegt hat und so. Und er hat wirklich gemeint, dass die Leute ihn anrufen oder ärgern wollen oder sonst irgendwas und keiner dran geht. Schlappe 40 Euro kostet der Handyschulspaß. Der ist angeblich so effektiv, dass keiner der Schüler bislang nachsitzen musste. Erste Erfolgserlebnisse. Ich habe jetzt ganz kurz gelernt, wie man die SIM-Karte wechselt, austauscht und wie man ein Telefonadressbuch mit den Nummern anlegt. Und wie man heute schon da mit dem ABC, mit den Buchstaben umgeht auf dem Handy. Und das finde ich also interessant, dass man in einer Viertelstunde das lernen kann. Das Adressbuch wird diesem Herrn beim Erledigen seiner Weihnachtspost bestimmt zugutekommen. Wer weiß, vielleicht verschickt er ja ganz cool am Heiligen Abend seine ersten Festgrüße per SMS, ohne den üblichen Weihnachtsstress mit der Post. Und zum Wochenende kommt der Winter. Eistemperaturen in der Nacht, Sturm dazu, vielleicht sogar Schnee. Hier sind die Aussichten im Detail. Von Norden ziehen in der Nacht Wolken heran, die sich mit Regen nach Süden ausbreiten. Am Tag beginnt es im Norden und Westen wieder aufzuklaren. Es gibt aber immer noch einzelne Schauer. In der Osthälfte geht der Regen am Nachmittag in Schnee über. Aber allzu große Regen- oder Schneemengen werden nicht erwartet. Der Wind lebt heute Nacht kräftig auf. Besonders im Norden und Osten stürmische, zum Teil orkanartige Böen. Ansonsten frischer bis starker Wind um Nord, der morgen Nachmittag nachlässt.
Heute Nacht 2 bis 5 Grad am Alpenrand, leichter Frost. Am Tag Temperaturen von 2 Grad an der Ostsee bis 7 Grad am Oberrhein. Am Sonntag viel Sonne, im Südwesten noch etwas Nebel, an den Küsten ein paar Wolken. Am Montag im Nordosten wolkig und etwas Nieselregen, ansonsten teils Nebel, teils Sonne. An diesem ruhigen und kühlen Hochdruckwetter ändert sich auch am Dienstag wenig. Nachts muss hier und da mit strengem Frost gerechnet werden. Gegen 2.40 Uhr können Sie die nächste Tagesschau sehen. Das Nachtmagazin wieder am späten Montag mit Katharina Wolkenhauer. Ich freue mich drauf und Ihnen wünsche ich, dass Sie gut durch die Nacht kommen.